genau dieser, aber so eine Art könnte er aussehen. Wir suchen jetzt hier vor Ort mithilfe eines Tauchers nach dem Fisch und mal sehen, ob wir ihn finden können. Was hast du bisher gefunden? Ein Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel, okay. Was hast du noch gesehen? Jede Menge Ankerketten und Dreck und Leiter und Müll. Aber kein Wels? Nee. Der mutmaßliche Täter ist weiter verschwunden. Richtig. Ziemlich unwahrscheinlich, dass der mich nochmal angreift. Wieso ist es unwahrscheinlich? Ja, weil, also ich bin Angler und man hört ab und zu von Fällen, aber es halt nicht sehr oft, würde ich sagen. Und es sind aber ja Fleischfresser und in diesem Fall hat er ja nach den Beinen geschnappt. Wie kommt sowas? Also ja, das kann sein, dass der Schwimmer in seinem Territorium war und der es einfach verteidigt hat. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also es macht eigentlich keinen Fisch so, greift einfach Menschen an oder so. Okay, also sprich, du hättest jetzt keine Angst, irgendwie tagsüber hier rumzupaddeln und hättest keine Sorge, dass der irgendwie nochmal ankommt oder sowas? Nee, hätte ich nicht. Also ich habe keinen Welch gesehen, die sind im Verborgenen weit unten, sind eher sehr scheu und man kann hier sicherlich unbesorgt schwimmen gehen, ohne gleich Angst zu haben, angegriffen zu werden. Okay, es wurde also leider heute kein Wels gefunden. Und vielleicht ist es ja so, dass sich in den nächsten Tagen noch ein weiterer Leser meldet, der attackiert wurde. Und dann werden wir wieder rausgehen und wieder nach einem Täter suchen namens Wels.